Durch ein neues Frühlingshoch wird es bei uns nun immer schöner. Guten Morgen. Die Isobarenkarte zeigt die Situation von heute Nachmittag. Und da wird Hochnorbert genau über uns liegen. Und vor allem aber auch die Ausläufer des Atlantiktiefs von uns fernhalten. Heute und in den kommenden Tagen. Und außerdem sorgt es für ein Absinken der Luft. Und dadurch lösen sich die Wolken auf. In Baden-Württemberg wird es heute ein richtig freundlicher, schöner Tag. Aber auch in Bayern reißt es mehr und mehr auf. Und die Schauer in Alpenlehe lassen auch immer weiter nach. Ja. Von Bayern bis nach Sachsen und Nordrhein-Westfalen klappt es mit dem Wolkenauflösen noch nicht ganz so gut. Aber von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bis nach Berlin-Brandenburg kann die Sonne sich ordentlich ins Zeug legen. Und zwar 11 bis 13 Stunden lang. In Bayern und an den Küsten sind es aber immerhin meist noch so um die 7, 8 Stunden. Dazu bleibt es an der Ostsee allerdings kühl. Hamburg schafft immerhin 18 Grad, Köln angenehme 23 und Temperatur Spitzenreiter des heutigen Tages ist das Rhein-Main-Gebiet mit 24 Grad. Und ab morgen geht es dann mit den Temperaturen Stück für Stück jeden Tag so ungefähr 2 Grad nach oben. Und die Wolken sind im Süden kaum der Rede wert, brauchen wir also gar nicht ansprechen. Am Donnerstag gibt es dann für alle Sonne satt und am Freitag knacken wir örtlich dann die 30 Grad Marke. Da wird es sich dann im April schon anfühlen wie Sommer.